Herzlich willkommen auf meiner Lieblingsanlage im Sportland NRW, die Fritz-Jacobi-Anlage in Leverkusen. Die Anlagen hier sind für mich in den 50 Jahren, die ich hier, oder fast 50 Jahren, die ich hier Trainer bin, in der Leichtathletik als Heimat geworden. Für mich ist das Entscheidende, den Weg, dass man Athleten, junge Menschen, sage ich mal, begleiten kann. Natürlich ist es immer schön für einen Trainer, wenn auch Medaillen bei großen Wettkämpfen gewonnen werden. Aber das ist für mich nicht allein das Entscheidende. Ich war ja nur im Nichtbehindertenbereich tätig, also im olympischen Sport. Und 1992 kam der Herr Frischmann zu mir und frug, ob er bei mir trainieren kann. Und da war ich natürlich, ja, ich habe aber keine Finger und keine Beine oder keine Vorfüße. Hat man so gewisse Berührungsängste. Meine Frau machte an der Sporthochschule Behindertensport und die sagte nur ganz kurz einen Satz, die wollen genauso trainiert werden wie alle anderen auch. Und folglich war das damit die Entscheidung gefallen, die Behinderten in diese Gruppe der Nichtbehinderten zu integrieren. Und das war mehr oder weniger einmalig in der Welt. Der NRW ist nicht umsonst das Sportland. Das zeigt ja schon, dass da Bedingungen geschaffen werden von NRW, die top sind. Wo gibt es hier so eine Anlage mit Halle, mit Rundbahn, mit Krafträumen, mit Physio, dieser Know-how mit Arbeitsstättenbeschaffung durch NRW oder durch den OSP, das ist eine ganz wichtige Sache. Man muss ja, sage ich mal, die Trainer haben, die auch bereit sind, dann Behinderte mit zu trainieren. Man hat ja keine Ausbildung, die gibt es ja noch nicht im Behindertensport. Und darum ist das Ehrenamt ganz, ganz wichtig, um, sage ich mal, junge Sportler, sei es Nichtbehinderte oder Behinderte, in irgendeiner Weise zu sichten und an den Sport heranzuführen. Auch diese Auszeichnung, die Felix verleiht, nehme ich so ein bisschen auch für die ganzen ehrenamtlichen Trainer, die in Nordrhein-Westfalen oder überhaupt in Deutschland arbeiten, nehme ich das so ein bisschen stellvertretend an.